Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Lego Herr der Ringe und wir sind dabei, alle silbernen Steine derzeit zu machen. Ja, Entschuldigung, dass die letzte Folge, dass der Ton da so schlecht war. Da habe ich leider zu spät bemerkt, dass ich mit einem ganz anderen Mikro aufnehme und nämlich das, was ich auf dem Kopf habe und nicht das, in das ich reingesprochen habe. Und deswegen ist der Ton da leider ein bisschen dünn. Jetzt ist es aber besser hoffentlich und jetzt geht's weiter. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen heiser, beziehungsweise so leichte Halsschmerzen, aber die Folgen müssen auf jeden Fall raus und deswegen geht das, muss das so irgendwie gehen. Und jetzt kümmern wir uns hier um die weißen Steinchen beim Pass des Karadras. Und ja, ich schätze mal, wir müssen hier jetzt einmal über dieses Seil rüber. Das ist aber nicht so schlimm, wie es aussieht. Also, sobald wir da nämlich einmal drauf sind, können wir hier nämlich rüberhüpfen. Ach, jetzt muss ich hier eben noch, bevor uns hier Millionen von Steinchen durch die Lappen gehen, schalte ich nämlich eben noch mal ganz kurz ein paar von den Extras an, die wir uns freigespielt haben. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr, was wir kriegen. Oh, aufpassen. So. Und dann sind wir nämlich hier vorne einmal angekommen. Und hier können wir nämlich einmal das Ding klein schlagen und uns den silbernen Stein holen. So, dann gucken wir mal, nachdem er gespeichert hat, wo ist dann das nächste, was wir brauchen? So, hier vorne, das ist ja diese Insel, die kennen wir. Wo sind denn die ganzen anderen Steine? Ach du je, hier vorne noch. Ah, okay. Gut, der ist nächste Stein, der dürfte dann dieser hier sein, wo wir hingehen. Und da müssen wir uns dann erstmal auf eine kleine Reise einstellen. Was aber halb so wild ist, weil die Gebiete sind ja, sofern man jetzt nicht in den Leveln ist, ist das ja alles relativ klein und übersichtlich. Und da laufen wir hier einmal kurz lang. Da fängt auch der Schnee an. Ja, Schnee, den haben wir in diesem Winter noch nicht wirklich erlebt. Anfang Dezember mal, aber bisher hält es sich ja schön bei 10 Grad oder noch wärmer. Bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Gut. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, wenn ich mal kurz ins Mikro husten muss, aber ich habe einen so nervigen Frosch im Hals. Das ist schon nicht mehr feierlich. So, jetzt wo wir hier sind, können wir eigentlich auch mal eben kurz hier reingehen und uns den hier schnappen. So, da nehmen wir mal den Samphyr. Dann geht's mit dem Albenseil hier einmal hoch. Hier können wir uns festhalten, hier auch. Und dann können wir hier einmal rübergehen und dann war es das auch schon. So, wo geht's jetzt zum nächsten hin? Ja, dachte ich mir schon fast. Oha, was ist das? Okay. Blümchen, mehr nicht. Aha. So, da brauchen wir dann einmal den Legolas. Und der haut uns dann hier nämlich so ein paar Pfeile in die Wand. Und wenn wir mit dem Spiel durch sind und 100% stehen haben, dann gibt es übrigens noch ein kleines Special für euch. Natürlich auch, was mit Lego Herr der Ringe zu tun hat. Und da bin ich mal gespannt, wie euch das gefällt. So, jetzt aber erstmal hier weiter.
So, jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch den einen, oder? Ah ne, hier haben wir noch einen. Und dann noch auf der Insel. Und dann hoffe ich mal, das waren dann alle hier. So, hier brauchen wir einmal einen Charakter, der Morgulsteine kaputt machen kann. Das ist zum Beispiel Aragorn hier. Und dann holen wir uns den silbernen Stein hier raus. So, und dann brauchen wir auch gleich wieder den Legolas. Das sehen wir nämlich gleich, warum. Und zwar einmal hierfür, hier einmal den Sam. Und dann hüpfen wir mal mit dem Legolas hier. Na komm. So, hier einmal rüber. Und dann geht's hier rein. Gucken wir mal. Ja. Also, wieder Morgulsteine. Keine richtige Herausforderung. Aha. Und dann noch einmal Frodo. Und der holt uns dann den nächsten Stein. So, dann schaue ich doch einmal. Dann haben wir hier auch 8 von 8. Wunderbar. Dann können wir mal weitermachen. Und zwar in Los Lorien. 1 von 8. Na, das klingt doch gut. Da gibt es noch ordentlich was zu holen. Und da fangen wir jetzt auch gleich mal mit an. So, da begeben wir uns als erstes mal in die Stadt hinein. Und dann bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Hier vorne hoch, wo Galadriel und Celeborn ihren Wohnsitz haben. Aha, dann hier einmal rüber. So, hierfür würde ich ganz gerne den Legolas nehmen. Na super. Gut, dann laufen wir mal eben kurz das Stück. Na klasse. Ganz toll. Ganz toll. Also, hier nochmal wieder hoch. Und dann noch einmal wieder. Ah. Ey, sag mal, das gibt's ja gar nicht. Ich schieb das einfach mal auf den Husten. Dass ich da jetzt gerade 2-3 Mal runtergefallen bin. So, jetzt aber und diesmal mit Springen. So, hier schießen wir einmal gegen. Und dann geht's nämlich hier einmal rüber. Und von hier aus holen wir uns dann den silbernen Stein. So, dann geht's hier unten weiter. Dann haben wir hier eine Wand für Gimli. Den wählen wir mal eben kurz aus. Und dann hauen wir das Ding hier kaputt. Na komm. Ich glaube, der will geworfen werden. Gimli. So, verreckt da mal langsam. Nochmal. Aha, jetzt endlich. Und da haben wir dann nämlich den nächsten silbernen Stein.
So, wo geht's weiter? Guck ich gerade mal hier rein. Ne, hier sind wir durch. Wobei, wo ist der hier? Müssen wir wahrscheinlich raus. Jawohl. Machen wir das mal. So, danke, liebe Vögelein. Okay, einen großen Bogen hier einmal rum. Hätten wir auch abkürzen können. Aha, naja, gut. Das war jetzt nicht so aufregend. Ich schätze mal, wir müssen die Dinger hier zerhauen. Und zwar möglichst schnell. Oh, und so viel Zeit hat man wirklich nicht. So, hat aber geklappt. Und dann holen wir uns hier den nächsten Stein. Und wir steuern auf die 2 Milliarden von den Stats zu. So, dann haben wir hier vorne noch was. Was mehr oder weniger per Luftlinie zu erreichen ist. So, das ist einfach dunkel. Da gehen wir mal eben kurz rein mit Frodo. Und das ist nämlich der nächste dann gewesen. Und dann zeigt da oben noch ein Pfeil hin. Komm, machen wir uns das noch einfacher, als es schon ist. Diese blauen Steine verstehe ich jetzt gerade nicht so richtig. Dieses Navi. Machen wir es nochmal. Also hier. Und dann hier. Aber wie sollen wir da hochkommen? Ist die Frage. Tja, weiß ich jetzt gerade nicht. Machen wir erstmal den anderen. Wenn wir den finden. Oder sind wir hier bei 7 von 8? 5 von 8. Oha, da fehlt noch einiges. Die Frage ist nur, wo die sind. Hier haben wir den einen. Gute Frage. Also wir haben hier zwar so eine Markierung, da können wir ja mal hinlaufen. Ich weiß noch nicht, ob wir dann da auch ankommen, wo wir, wenn wir hier lang gehen. So, jetzt haben wir hier, also das Navi, das zeigt bis hier vorne, aber wie sollen wir da hochkommen? Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Wir können mal hier gucken, wenn wir hier mit Gollum hochgehen. Wo wir hier dann enden werden. Ach was. Ja, na gut. Das ist natürlich eine Idee. Gut, dann sollte hier sich der nächste verstecken. Und so ist es auch. So, das hauen wir hier aus Trotz noch mal kurz weg. Und dann geht's hier einmal runter. Und ich denke mal, wir müssen hier jetzt diesen Pass mal hochlaufen, um zu den nächsten beiden zu kommen, die uns noch fehlen.
Aber ich bin mir auch gerade nicht ganz so sicher. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Aha. So, wie kommen wir da hoch? Vielleicht von hier vorne. Wechseln wir mal auf Legolas. Ah, was, können wir hier nicht hoch? Na gut. Ach, hier ist ein Pflänzchen. Ah, wunderbar. Mithilfe des Pflänzchens sollte es schon klappen. Das sieht gut aus. Perfekt. Und das sollte der Weg dann zu der siebten, zu dem siebten silbernen Steinchen hier in Lothlorien sein. So, gehen wir hier mal rüber. Oh Mann. Uiuiui. Gut. Und dann wird noch eins angezeigt, und zwar hier vorne. Und das sieht ein bisschen einfacher aus. Jawohl, da brauchen wir einfach nur das Schloss sprengen. Das können wir entweder mit dem Berserker machen, oder was ich noch gar nicht gemacht habe. Wir haben in unserem Schatzgepäck auch irgendwie so ein Feuerwerk. Gucke ich gerade mal. Was sich, also wie das aussieht, wo das ist, könnte das hier vom Bild her das da unten rechts sein, ne? Ne, flammender Helm. Oha, gute Frage. Also eigentlich sollten wir das ja schon haben. Leuchtender Stein. Tja, gute Frage. Suppentopf ist jetzt auch nicht das Richtige. Also eigentlich sollte es hier so ein Mithril-Feuerwerk geben. Womit wir hier mit einem normalen Charakter die Dinger auch aufkriegen können. Ja, finde ich jetzt nicht. Deswegen machen wir es einfach kurz so, dass wir den Berserker nehmen. Haben wir ihn. Da haben wir ihn. Und dann ist das Schloss auf. Und dann haben wir hier die nächste Truhe. Und dann können wir nämlich eben mal ganz kurz gucken. Also Lothlorien auch 8 von 8 und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier an in Isengard. Bis dann.